ein Problem, das vor allem bei Apple-Geräten auftritt, ist, dass das Smartphone nicht geladen wird und nur eine rote LED leuchtet, obwohl unser Sunnybag in der direkten Sonne liegt. Das liegt nicht am Sunnybag. Das Smartphone ist meistens zu warm oder der Akku zu heiß und aus Sicherheitsgründen zieht das Smartphone in dieser Zeit keinen Strom, um den Akku weiter zu schonen. Am besten also das Smartphone in den Schatten geben oder unsere Powerbank dazwischen schalten, die die Sonnenenergie zwischenspeichert. Das bedeutet, dass bei bis zu 500 mA Strom eine rote LED leuchtet, ab 500 mA bis 800 mA Strom leuchtet eine grüne und über 800 mA Strom leuchtet eine blaue LED. Daher sieht man, wie schnell ein neues Smartphone voll aufgeladen werden kann. Bei der blauen LED dauert so etwas nur mehr noch ungefähr 2 Stunden. Und das bedeutet, dass ein iPad oder ein iPhone nicht abgesteckt und wieder neu angesteckt werden müssen, wenn es zu einem Ladeabbruch gekommen ist. Die Auto-Restart-Funktion dauert allerdings bis zu 3 Minuten, bis sie wieder mit der Ladung startet, wenn ausreichend Strom vom Panel kommt. Wenn du weitere Fragen hast, schau einfach auf unsere Website www.sunnybag.com. Wir freuen uns über deine Fragen und wünschen eine sonnige Zeit. Sunnybag, walk with the sun!